Das ist die Saline, die heute im Valakupak steht. Sie soll an die früheren Salinen erinnern. Auf diesem Foto sieht man die alten und größeren Salinen. Das ist die Karte, auf der man sieht, wo die Salinen früher gestanden haben. Das ist die heutige Karte, wo man sieht, wo die kleine heutige Saline steht. Der erste Spatenstich zum Bau des Gradierwerks war im Juni 1997. 1999 war das Gradierwerk fertiggestellt und am 28. Mai 2000 wurde es der Stadt Werl übergeben. Hier wird kein Salz mehr hergestellt, aber es dient der Erholung.